Wir feiern diesen Gottesdienst im Namen Gottes, Quelle des Lebens, im Namen Jesu Christi, Grund unserer Hoffnung und im Namen des Heiligen Geistes, Kraft, die uns belebt und stärkt. Amen. Ist jemand in Christus, so ist er eine neue Kreatur. Das Alte ist vergangen, siehe, Neues ist geworden. Herzlich begrüße ich Sie zum Universitätsgottesdienst am Sonntag Jubilate mit dem Wochenspruch aus dem 2. Korintherbrief. Jubilate, das Alte, das vergangen ist, was ist das und das Neue, das geworden ist? Sind das Alte und das Neue nicht immer in uns verwoben? Und doch, wenn es uns gelingt, der Entfaltung des Lebens Raum zu geben, in uns, um uns herum, dies auch zu lieben und wertzuschätzen, dann wird sich nicht nur unser Blick verändern, sondern mit ihm auch unser Zugang zum Leben selbst. Der Jubel über die Schöpfung, dass die Ewige es gut meint mit uns, das ist unser Thema heute. Ich freue mich, dass Luzi Veit vom Verein Intergeschlechtliche Menschen e.V. über die Freude an der Vielfalt der Schöpfung predigen wird, mutig und in gewissem Sinne auch übermütig. Luzi Veit war schon im letzten Semester Gast bei uns im Rahmen eines Sonntagsgesprächs. Und dieses Mal müssen wir pandemiebedingt auf Luzi hier vor Ort verzichten. Aber die Technik macht es möglich. Luzi wird trotzdem zu uns sprechen. Ich freue mich sehr, dass das Vokalensemble Vocoda wieder bei uns ist. Wenn Sie Vocoda noch nicht kennen, warten Sie es ab, dann wissen Sie, woher die Freude rührt. Johanna Veit spielt Orgel, auch das freut mich wie immer. Dem Technikteam von St. Katharinen sei Dank. Nur so können wir diesen Gottesdienst über Livestream feiern. Und Sie haben die Möglichkeit, über Live-Chat teilzunehmen und hier auch Ihre Gebetsanliegen für die Fürbitten einzutragen. Nun aber, Gott gab uns Atem, damit wir leben. Gemeinsam beten wir mit Worten des 66. Psalms und ich bitte Sie, die eingerückten Verse mit mir zu sprechen. Jauchzet Gott alle Lande. Lob singet zur Ehre seines Namens, rühmet ihn herrlich. Sprecht zu Gott, wie wunderbar sind deine Werke,
Deine Feinde müssen sich beugen vor deiner großen Macht. Alles Land, bete dich an und Lob singe dir. Lob singe deinem Namen. Kommt her und seht an die Werke Gottes, der so wunderbar ist in seinem Tun an den Menschenkindern. Er verwandelte das Meer in trockenes Land. Sie gingen zu Fuß durch den Strom. Dort wollen wir uns seiner freuen. Er herrscht mit seiner Gewalt ewiglich. Seine Augen schauen auf die Völker. Die Abtrünnigen können sich nicht erheben. Lobet ihr Völker, unseren Gott. Lasst seinen Ruhm weit erschallen. Der unsere Seelen am Leben erhält und lässt unsere Füße nicht gleiten. Ehre sei dem Vater und dem Sohn und dem Heiligen Geist, wie es war im Anfang, jetzt und immer da und von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen. Kyrie eleison. Herr, erbarme dich. Christe eleison. Christe, erbarme dich. Kyrie eleison. Herr, erbarm dich über uns. Ehre sei Gott in der Höhe und Friede auf Erden den Menschen seines Wohlgefallens. Gott sei mit euch und mit deinem Geiste. Göttin der Vielfalt, wir danken dir, dass wir so wunderbar, einzigartig von dir gemacht sind und dass du uns auf unserem Lebensweg begleitest und unterstützt. Wenn wir an uns zweifeln, schenke uns Mut. Wenn wir einander vergleichen, schenke uns Liebe. Wenn wir nun in aller Unterschiedlichkeit zusammen sind, schenke uns Gemeinschaft. Darum bitten wir dich durch Jesus Christus, deinen Sohn, der mit dir und dem Heiligen Geist lebt und wirkt von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen.
Die heutige Lesung steht in der Apostelgeschichte im 17. Kapitel. Paulus aber stand mitten auf dem Areopag und sprach: Ihr Leute von Athen, ich sehe, dass ihr die Götter in allen Stücken sehr verehrt. Denn ich bin umhergegangen und habe eure Heiligtümer angesehen und fand einen Altar, auf dem stand geschrieben: Dem unbekannten Gott. Nun verkündige ich euch, was ihr unwissend verehrt. Gott, der die Welt gemacht hat und alles, was darin ist, er, der Herr des Himmels und der Erde, wohnt nicht in Tempeln, die mit Händen gemacht sind. Auch lässt er sich nicht von Menschenhänden dienen, wie einer, der etwas nötig hätte, da er doch selber jedermann Leben und Odem und alles gibt. Und er hat aus einem Menschen das ganze Menschengeschlecht gemacht, damit sie auf dem ganzen Erdboden wohnen. Und er hat festgesetzt, wie lange sie bestehen und in welchen Grenzen sie wohnen sollen. Dass sie Gott suchen sollen, ob sie ihn wohl fühlen und finden könnten. Und fürwahr, er ist nicht ferne von einem jeden unter uns. Denn in ihm leben, weben und sind wir, wie auch einige Dichter bei euch gesagt haben, wir sind seines Geschlechts. Wir laden Sie ein, das Glaubensbekenntnis von Dorothee Sölle mitzusprechen. Ich glaube an Gott, der die Welt nicht fertig geschaffen hat, wie ein Ding, das immer so bleiben muss, der nicht nach ewigen Gesetzen regiert, die unabänderlich gelten, nicht nach natürlichen Ordnungen von Armen und Reichen, Sachverständigen und Uniformierten, Herrschenden und Ausgelieferten. Ich glaube an Gott, der den Widerspruch des Lebendigen will und die Veränderung aller Zustände durch unsere Arbeit, durch unsere Politik. Ich glaube an Jesus Christus, der Recht hatte, als er, ein Einzelner, der nichts machen kann, genau wie wir an der Veränderung aller Zustände arbeitete und darüber zugrunde ging. An ihm messend erkenne ich, wie unsere Intelligenz verkrüppelt, unsere Fantasie erstickt, unsere Anstrengung vertan ist, weil wir nicht leben, wie er lebte. Jeden Tag habe ich Angst, dass er umsonst gestorben ist, weil er in unseren Kirchen verscharrt ist, weil wir seine Revolution verraten haben in Gehorsam und Angst vor den Behörden. Ich glaube an Jesus Christus, der aufersteht in unser Leben, dass wir frei werden von Vorurteilen und Anmaßungen, von Hass und Angst und seine Revolution weitertreiben auf sein Reich hin. Ich glaube an den Geist, der mit Jesus in die Welt gekommen ist, an die Gemeinschaft aller Völker und unsere Verantwortung für das, was aus unserer Erde wird. Ein Tal voll Jammer, Hunger und Gewalt oder die Stadt Gottes. Ich glaube an den gerechten Frieden, der herstellbar ist, an die Möglichkeit, ein sinnvolles Leben für alle Menschen, an die Zukunft dieser Welt Gottes. Amen. Thank you.
Mit Freude und dem Bewusstsein der großen Ehre, die mir hier zuteil wird, begrüße ich Sie und euch alle in der schönen Kirche St. Katharinen in Hamburg, zu Hause und im Netz. Ich danke für die Einladung, hier aktiv an diesem Gottesdienst mitwirken zu dürfen. Und ich freue mich besonders, als Christin und als intergeschlechtlich geborener Mensch so wertschätzend mit eingebunden zu sein. Es ist ein beglückendes Gefühl, wahrhaftig sein zu dürfen, mit der ganzen Individualität sichtbar zu sein, nicht nur vor Gott, dem Schöpfer, sondern auch in der Gemeinschaft derer, die das Wort hören und leben wollen. Und der Nähe und die Nähe und Gemeinschaft, wie ich suche. Angenommen zu werden, ist eine besondere Sache und ein großes Geschenk. Mein inneres Erleben ist gekennzeichnet von tief erfüllter Dankbarkeit, Teil der einzigartigen Schöpfung zu sein. Jubilate. Es ist heute der dritte Sonntag nach Ostern, ein besonderer Sonntag, Jubilate. Dieser Tag ist dem Lob der Schöpfung gewidmet und wir feiern heute mit den ChristInnen in der Welt das Werk der Schöpfung, das größer ist, als der einzelne Mensch in der Lage ist, dies in seiner Vielfältigkeit und Bunheit zu erfassen. 100 Menschenleben reichen nicht aus, diese Vielfältigkeit zu durchdringen. Alles, was wir nicht verstehen, alles, was wir nicht in unseren sehr individuellen und kulturellen Normen unterbringen können, erzeugt in uns eine besondere Vorsicht, eine Schutzhaltung, manchmal gepaart mit einer Ängstlichkeit und manchmal reagieren wir ungerecht, überzogen und ablehnend. Dürfen und können wir nicht vertrauen auf das Wort, die Heilige Schrift und den Segen Gottes? In der ersten Schöpfungsgeschichte im Buch Moses 1,31 lesen wir: Und Gott sah alles an, was er gemacht hatte, und siehe da, es war sehr gut. Dieser alte Satz beschreibt das Wunder allen Anfangs, die Energie, die Dynamik, die Entwicklung und das Wunder des Werdens, des Sich-Entwickelns, den Kreislauf des Lebens. Über Jahrtausende haben sich die Bedingungen verändert und entwickeln sich weiter. Nein, die Vorstellung, dass die Welt die Erde sei, ist sicher mit dem Anfang nicht gemeint. Und dies ist auch viel zu kurz gegriffen. Viele Teilbereiche hat der moderne Mensch beforscht. Wir versuchen, Teile der Schöpfung zu erkennen, zu erklären und werden dabei immer kleinteiliger im Meer der Schöpfungsvielfalt. Der Ursprung allen Lebens ist Teil dieser großartigen, geheimnisvollen Schöpfung. Manchmal hat es den Anschein, dass wir Menschen einer Spezies mit der Fähigkeit zu denken, zu verstehen, zu lieben, Emotionen und Strategien zu entwickeln, es zuweilen an einer dankbaren, wertschätzenden Haltung gegenüber der ganzen Schöpfung. Es ist schade, dass wir nicht anerkennen können, wie wunderbar diese ganze Schöpfung ist. Wir alle dürfen uns der Tatsache gewiss sein, Teil dieser göttlichen Schöpfung zu sein, Teil des Kreislaufs des Lebens oder, wie wir neudeutsch sagen würden, jeder von uns wichtig und aus sich heraus perfekt und somit
höchst systemrelevant. Wenn wir heute die Schöpfung lobpreisen, ist der Anfang gemacht. Und wir haben viele gute Gründe, zeitlebens zu danken und täglich zu jubilieren. Egal wie viel und was wir besitzen oder haben, wir sind. Das ist ein Geschenk. Machen wir es uns bewusst und feiern wir das Leben jeden Tag. Werden wir Menschen durch den Glauben Jesu Christi und die Bücher des Neuen Testaments nicht geradezu aufgefordert zu einer Lebenssicht, in dem alle Menschen gleichwertig und gleichwürdig als Teil der wunderbaren, bunten Schöpfung und Ebenbilder Gottes zu sein? Die Verschiedenheit der Menschen nach Merkmalen, Stämmen, Völkern, Sprachen und Geschlecht ist so eindrücklich und unmittelbar erfahrbar, dass die Idee der Gleichheit aller Menschen ganz sicher nicht aus der Wahrnehmung und dem unmittelbar sinnlichen Erleben stammen kann. Wer sind wir, wenn wir diese Vielfalt, diese Vielfältigkeit der Körper, Identitäten, der Liebe zu sich selbst und zu anderen Menschen als Ausdruck und Resultat der Schöpfung nicht sehen wollen, sie in Abrede stellen, Menschen ausgrenzen aus unseren Gemeinschaften? Der Unterschied der Geschlechter war in vielen Religionen und Kulturen ein Bild für den Ursprung der ganzen Welt in ihrer Vielgestaltigkeit. Es gibt nicht nur hell und dunkel, nicht nur Tag und Nacht. Was ist die Stunde vor der Nacht mit dem Sonnenuntergang? Die Stunde nach der Nacht, wenn das Licht sich durch die Dunkelheit der Nacht bricht in all seinen Farben. Es gibt nicht nur Blau und Rot, sondern viele violette Zwischenstufen. Ich habe mir vorgenommen, offen zu sein, die ganze Schöpfung wahrzunehmen, mit einer wertschätzenden Haltung bereit zu sein, jedem Menschen in Liebe zu begegnen, und ich versuche jeden Tag als Teil der göttlichen Schöpfung zu sehen. Es ist wie ein Wunder, wenn Menschen freundliche Herzen öffnen. Ein Lächeln der Nächstenliebe, ein freundliches Wort in gleichwürdiger Haltung, das macht glücklich. Jubilate. Es ist nicht einfach, anders zu sein, anders wahrgenommen zu werden. Doch es bedarf täglich ein Stück Mut, zu sich zu stehen. Lasst uns das Wunder der Schöpfung in seiner Vielfältigkeit jeden Tag neu entdecken und wertschätzend würdigen. Lasst uns danken, jubeln, beten und sehen. Danke für das Universum und das Leben auf dieser Erde. Deine Werke sind wunderbar. Lass uns unsere Füße voreinander stellen. Lass uns nicht gleiten. Gib uns die Liebe und die Freude in unseren Herzen und die Hoffnung und den Mut, unser Gegenüber lächeln und in Liebe zu begegnen. Jesus Christus, du schenkst uns Leben aus deiner Auferstehung. Kraft, Last zu tragen. Mut, Grenzen und Ausgrenzung zu überschreiten. Danke, dass wir geschwisterlich im Glauben sein dürfen. Du deine Hand über uns hältst. Egal, wie wir aussehen, egal, was andere in uns sehen wollen, egal, wo wir geboren sind, egal, was wir zu leisten fähig sind, egal, wen wir lieben und begehren, egal, was sich im Rucksack des Lebens angesammelt hat. Wir alle sind Beschenkte.
mit einem individuellen Leben voller Möglichkeiten, der Fähigkeit, mit dem Herzen zu lächeln und dem Gegenüber in Liebe zu begegnen. Schenk uns die Fähigkeit, jeden Tag die Freude der Erkenntnis, denn jeder Tag ist Grund für Jubilate. Jubilate macht strahlend und glücklich. Mitmachen, ein großer Plan. Gott sei Dank. Amen. Während des nächsten Musikstücks laden wir Sie und euch ein, nachzusinnen. Worüber jubilierst du? Was freut dich in deinem Leben? Was freut dich an dir? Es gibt jetzt im Chat einen Link und einen QR-Code, der eingeblendet wird. Wenn Sie dem folgen, dann sehen Sie ein virtuelles Blatt und alles, was ihr darauf eintragt, ergibt dann eine Wortwolke und wir sehen, was dort zusammenkommt. Also, worüber jubilierst du? Was freut Sie in Ihrem Leben? Was freut dich an dir?
Wir beten und bitten Sie den Ruf, wir bitten dich mit Erhöre uns fortzuführen. Gott, du Schöpferin allen Lebens, manchmal kann ich gar nicht fassen, dass ich sehen kann. Blätter und Blüten, die sich noch klein der Sonne entgegenstrecken. Sonnenstrahlen, die sich im Wasser spiegeln und auf den Wellen tanzen. Möwen, die mir das Gefühl von Freiheit entgegenschreien. So, wie wir all diese Vielfalt mit unseren Augen und Ohren erfassen können, wünsche ich mir, dass wir die Vielfalt der Menschen um uns herum erkennen und anerkennen. Lass uns sehen, lass uns hören. Wir bitten dich. Erhöre uns. Gott, wir sagen so oft, bei dir ist Heilung. Das will ich glauben. Sei nicht fern, wenn Körper und Seele verletzt sind, wenn Menschen sich nicht gesehen fühlen, wenn das Herz in der Einsamkeit zu erfrieren droht. Wir bitten dich für die Menschen, denen wir in unseren Gemeinden nicht gleichwürdig und in Liebe begegnet sind. Öffne Augen, Ohren und Herzen füreinander. Wir bitten dich. Erhöre uns. Gott, manchmal sind wir müde vor Einsamkeit. Ohne Begegnung fehlen so oft die Seiten der Menschen, die eine begeistern. So schwer erkennbar in der Zoom-Kachel. Die Gänsehaut, die Tränen, das Lachen, die Wut, die anderen in dem eigenen erst möglich machen, möchten wir bewahren, damit wir nicht vergessen, sie zu erwarten. Wir bitten dich. Erhöre uns. Du Ewige, wir sagen so oft, du bist gerecht. Das will ich glauben. Deine Gerechtigkeit übersteigt unsere Vorstellung. Aber ich will sie als Maßstab für eine Welt imaginieren, in der jede Person das bekommt, was sie braucht, um gut leben zu können. Du hast deine Schöpfung in unsere Hände gelegt. Und siehe, es war alles sehr gut. Das will ich auch, dass wir es gut sein lassen, gut meinen, dass wir einander gut tun. Und wir einander Licht und Raum geben für das Schöne deiner Schöpfung. Jubilate. Wir bitten dich. Erhöre uns. Gott, alle Menschen sind einzigartig und wunderbar von dir gemacht. Wir bitten dich darum, dass wir nicht weiter an unserer Norm festhalten, sondern Kinder so annehmen, wie sie zur Welt kommen. Lass sie sich frei entfalten. Wir bitten dich, erhöre uns. Gott, wir bitten dich für alle Menschen, die Anfeindungen, Ausgrenzungen und Diskriminierungen erfahren müssen. Zeig ihnen, dass sie nicht alleine sind. Zeig ihnen, dass sie nicht am Rand stehen, sondern zu unserer Gesellschaft dazugehören. Wir bitten dich, erhöre uns. Gott, wir bitten dich um Gerechtigkeit bei den fortschreitenden Impfungen. Alle, die sie brauchen, sollen sie bekommen. Schenke den Entscheidungstragenden Weisheit in der Frage, ob Geimpfte Sonderrechte bekommen sollen. Gott, wir bitten dich für alle, die ihren Lebensmut verloren haben. Schenke ihnen neue Kraft und stehe ihnen zur Seite. Wir bitten dich, erhöre uns. Alles, was uns noch bewegt, legen wir in die Worte, die uns Jesus zu beten gelehrt hat. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name. Dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen.
Empfangt den Segen Gottes. Gott segne euch und behüte euch. Gott lasse sein Angesicht leuchten über euch und sei euch gnädig. Gott erhebe ihr Angesicht auf euch und schenke euch Frieden. Amen. Jubilate, was war das für ein schöner Gottesdienst, den wir gerade gefeiert haben. Herzlich danken wir Lucy Veit für die lebensbejahende Predigt, die auch von der Schöpfung erzählte. Und wir danken dem Vokalsextett Vokoda und der Organistin Johanna Veit für die stimmungsvolle Musik in diesem Gottesdienst. Die heutige Kollekte ist bestimmt für den Verein Intergeschlechtliche Menschen e.V. Die entsprechende Kontoverbindung wird Ihnen jetzt eingeblendet. Durch seine Öffentlichkeitsarbeit möchte der Verein die Gesellschaft umfassend über das Thema Intergeschlechtlichkeit informieren und somit für eine breitere Akzeptanz sorgen. Ein weiteres Aufgabengebiet des Vereins ist die Organisation der Selbsthilfegruppe XY-Frauen
und der Selbsthilfegruppe Intergeschlechtliche Menschen sowie deren Elterngruppen. Allen Geberinnen und Gebern sei an dieser Stelle schon jetzt herzlich gedankt. Den nächsten Gottesdienst hier in St. Katharinen können Sie am kommenden Sonntag, dem 2. Mai um 11 Uhr, mit Hauptpastorin und Pröbstin Dr. Ulrike Murmann feiern. Der Gottesdienst steht unter dem Motto, wenn Steine schreien. Es ist Kantate und wir können, wir dürfen nicht singen. Herzlich laden wir Sie auch ein zum nächsten Universitätsgottesdienst am Sonntag, dem 9. Mai um 18 Uhr. Predigen wird der ehemalige Kapitän der Juventa und Theologiestudent Jonas Buja zu dem Thema Übersetzen, Erzählungen von Rettung auf hoher See. Beide Gottesdienste sind aktuell noch als Präsenzgottesdienste mit Livestream geplant. Doch Sie wissen, die aktuelle Lage ist sehr dynamisch. Deshalb bitten wir Sie, sich tagesaktuell entweder auf der Website von St. Katharinen oder auf der Website der Universitätsgottesdienste darüber zu informieren, ob die Gottesdienste nicht vielleicht doch nur als Livestream stattfinden. Wir danken Ihnen sehr fürs Einschalten und Mitfeiern dieses Gottesdienstes und wünschen Ihnen jetzt noch einen schönen Sonntag.